Hans, diese Woche ist einmal Glamour nicht am Paradeplatz angesagt, sondern in Bern. Der Tagesanzeiger hat da Anfang Woche geschrieben vom Alain Berset, also dem Sozialminister von unserem Land, seiner Glamour-Maschine. Und die kostet Millionen. Um was geht es da? Warum reden wir darüber? Der Tagi-Artikel beschreibt, dass für Kulturförderung braucht das Departement jedes Jahr 5 Millionen Franken. Das sind so Preise, so Literaturpreise und Musikpreise und Kinderpreise und so Zeug. Das ist ja noch nicht eine Welt, einen halben Ermotti, nicht einmal. Aber lustig ist, sie brauchen nur die Hälfte, sie brauchen nur 2,5 Millionen, um zu ausscheiden. Und die anderen 2,5 Millionen brauchen es, um sich noch darzustellen. Also schöne Veranstaltungen machen, prominente Apéro für berühmte Leute, Videos machen von ihren Künstlern zum Beispiel und so Sachen. Also für den Glamour-Teil, sie inszenieren ja die eine Hälfte, 2,5 Millionen, die andere für die Preise. Ja. Über Preise müssen wir nicht weiterreden, das ist glaube ich okay, oder? Aber da, warum dann so viel Geld zum Inszenieren? Und jetzt ist dir etwas aufgefallen bei den Videos, oder? Wie sieht das aus mit den Videos? Sie schreiben dann so Literaturpreisträger, über die macht es dann Videos, professionell, sehr gut, oder? Und die haben dann am Schluss irgendwie 30, 40 oder 50 Klicks. Das sieht man auf der Seite. Ja, das schreibt es. Oder schreibt der Tag. Ja, okay. Ja, das schreibt der Tag. 40, 50, nicht 50.000, sondern 50. Das ist überhaupt nicht. 50.000 wäre okay. 40, 50 ist sehr wenig. Wir machen auch immer ein Video. Ja, oder genau. Wir sind dann angegangen und haben da mal ein bisschen aufgelistet. Ja. Im System kann man das rausziehen, oder? Welche sind die besten Videos von den letzten anderthalb Jahren? Welche sind die schlechtesten? Was hast du da? Ist da etwas gefallen? Ist natürlich. Also die besten somit. Also das Beste hat 3000 Klicks. Das ist 100 Mal mehr als Herr Berset seine Profi-Videos. Also einer klickt dann dort drauf auf irgendein teuren Video beim Berset und wir haben 100 dann nicht 100, aber auch nur, wenn wir gut sind. Ja, oder? Ja, das ist dann so die Bank als Polizist, oder? Das liegt mir ein bisschen am Herzen und vielleicht bringt das eben auch etwas, wie das engagiert mich. Gott, was ist das? Was ist Bank als Polizist? Was steckt dahinter? Banken überlegen sich, wie sie dem Bund, dem Staat, der Polizei, den Geldwäscherei bekämpfen können, gefällig sein und sie vergessen, dass sie eigentlich für Kunden da sind. Das habe ich da erzählt. Und das war immer gut gewesen, oder? Ja, das ist gar nicht so lange her. Ja, das war im Dezember. Gewesen. Okay, was war schlecht gewesen? Ja, schlecht ist der Ueli Maurer gewesen, mit aber 342, hat immer noch 10 Mal mehr als der Messe. Also das kann nicht so schlecht sein. Und generell gut sind diejenigen, wo wir über Leute geredet haben oder über McKinsey oder so, so emotionale Themen, wo die Leserschaft oder die Zuschauer, Hörer von Inside Paradeplatz interessieren. Gut, da sind wir jetzt wahrscheinlich auch bei etwas grundsätzlichen Emotionen. Oder? Ja. Also eben McKinsey ist so ein Schlagwort, dann zieht das, gerade im Zusammenhang mit der CS, mit der Zürich, oder? Das ist so etwas, ein Paket, das funktioniert. Was man auch manchmal sieht, Reifis und Hypotheken, Immobilien, oder? Immobilien, wo möglicherweise dann irgendwann mal ein Crash, ein Einbruch könnte kommen. Dort muss man ein bisschen den Rückenwind verwischen, den Moment, aber dann geht's. Okay. Video ist ein steiniges Pflaster, es ist schwierig, um da ein bisschen Klicks zu generieren. Was ist deine Lehre daraus? Wie muss man es machen? Das ist vielleicht etwas, das allen hilft, wenn man auftreten muss, wenn man verkaufen muss, wenn man präsentieren muss. Wie muss man es machen, um die Aufmerksamkeit zu erzeugen? Also beim Herrn Berset ist das Thema, dass man einen Künstler präsentieren will, der sich niemand für ihn interessiert. Sonst hätte er nicht nur 40 Klick. Und wir probieren ja sicher Themen zu finden, die Zuhörer und Leser ansprechen. Aber bevor ich in ein Video gehe, überlege ich mir immer, es sollte noch unterhalten. Wenn es nicht unterhalten, kannst du es vergessen, dann musst du kein Video machen. Es kann auch provozieren. Natürlich muss es eine Botschaft haben, aber eine Botschaft, alle Leute haben Botschaften, mit dem holt man. Also auch noch ein bisschen, wie sagst du es und wo du es ein bisschen knallen. Ich muss mich noch erinnern, zwei Tage bevor der Marcel Rohner Anfang 2009 zurücktreten ist als UBS-Chef. Ja. Man hat noch nichts gewusst von Oswald Grübel im Hintergrund. Oder? Dort bist du im Club gewesen. Ja. Ich schaue relativ wenig Fernsehen. Habe aber dort viel über UBS geschrieben. Ja. Und dann sagst du in dem Club, und der Marcel Ronde sitzt dir vis-à-vis, und sagst zum Fall UBS und USA und Daten rausgeben und Bankgeheimnisse schleifen, sagst du, ja, dann hätten sie, Herr Ronde, halt müssen auf Amerika übergehen mit den Köpfen in die Daten aushändigen, damit nicht wir als Staat müssen den Knüffel machen. Dort war er, glaube ich, ein bisschen baff gewesen. Das ist so ein Beispiel.
Was ich natürlich nicht gewusst habe, er hat auch sicher schon gewusst, dass er zwei Tage später zurücktritt. Das sind natürlich so Glanzmomente, wo man dann Klicks oder Einschaltquoten bekommt. Aber du hast dir im Voraus natürlich das überlegt. Du hast ja genau gewusst, du provozierst ihn, du forderst ihn raus. Ja, ich kann ihn nie fragen, ob er darum zurücktreten ist, aber sicher. Ja. Ich glaube, auch der Unterhaltungswert ist wichtig. Eine Botschaft ist schon recht. Aber alle, die 7,2 Milliarden Menschen auf der Welt, die haben jede eine Botschaft und für das musst du nicht einschalten. Du musst ein bisschen unterhalten, ein bisschen provozieren zum Thema. Und dann mit der nötigen Erfahrung, Seniorität, die du mitbringst, auch das Aushalten, das vielleicht ein bisschen zurückstürmt. Ja, also wenn man 3000 Klicks will, dann muss man über die Bank als Polizist reden. Das ist ja nicht nur eine Sachfrage, sondern eine emotionale, und das muss man reinbringen.